Ladies and Gentlemen, der Tag der Tage ist gekommen. Wenn wir heute auf den Kalender schauen, dann sehen wir, dass wir den 24. Dezember erreicht haben. Das bedeutet, heute ist Heiligabend und das bedeutet wiederum, dass wir heute das 24. Türchen im Lego Star Wars Adventskalender öffnen werden und damit eben automatisch auch das 24. Türchen im Star Adventskalender. Und die Frage ist natürlich, was wird sich denn heute hinter diesem sehr besonderen Türchen verstecken? Und ich würde sagen mal, ja, das könnten wir jetzt herausfinden. Und am Ende von diesem Video gibt es von mir noch so ein kleines Feedback zu dieser Videoreihe hier. Und ihr könnt mir dann auch dazu auch mal etwas in die Kommentare schreiben, wie ihr das so fandet. Und ich würde sagen, wir öffnen das Türchen jetzt mal einfach. Hier unten rechts in der Ecke hatte sich versteckt das Türchen mit der Nummer 24. Also, gucken wir mal, was jetzt drin sein wird. Und ich bekomme es halt absolut nicht auf mit einer Hand, weil der ganze Kalender sich verschiebt, wenn ich den hier gegen drücke. So. Jetzt ist es aber geöffnet. Ich mache es nicht kaputt. Und was haben wir denn hier? Das sieht mir ganz stark nach einem Schneemann. Mit einem Hut von... Das ist ein Hut von der Rebellenallianz. Damit er hat einen... Helm, meine ich. Schaut mir so ein bisschen so aus, mit so einem Rebellenhut. Helm. Naja, bummeln wir mal kurz auf. Also, hier haben wir ihn aufgebaut. Und ja, das ist ein Hut von der Rebellen... ein Helm von der Rebellenallianz, sieht man hier. Natürlich an dem Logo, was hier oben drauf zu sehen ist. Und ja, zu so einem Schneemann mit einem Helm von der Rebellenallianz kann ich jetzt natürlich kein Video machen. Deswegen gucke ich mal, was ich so zum Thema Weihnachten im Star Wars Universum finden kann. Ich denke mal, das wird ja sehr auf diesen komischen Feiertag des Lichts aus dem Star Wars Holiday Special hinauslaufen. Aber hey, wieso nicht? Ich mache einfach dazu ein bisschen eine Infoflut und dann gucken wir weiter. Ja, die beste Quelle ist, wenn es um Weihnachten im Star Wars Universum geht, ist wohl das Star Wars Holiday Special aus dem Jahre 1978. Der Film sollte verhindern, dass der Star Wars Hype untergeht, bis 3 Jahre nach dem ersten Star Wars Film Das Imperium schlägt zurück 1980 erscheinen sollte. Am Ende wurde der Film zu einer Legende. Das wurde das Holiday Special aber nicht, weil es so gut war, sondern genau im Gegenteil, weil es einfach so unglaublich scheiße ist. Wieso das Holiday Special so scheiße ist, werde ich euch, wenn ihr es nicht eh schon wisst, in einer zukünftigen Review erklären. Und falls ihr das Holiday Special gerne selber gucken wollt, was ich wirklich überhaupt nicht empfehlen kann, dann befindet sich ein Link zu diesem Meisterwerk der Filmkunst in der Videobeschreibung. Abschließend zum Film sei noch gesagt, dass George Lucas selber zwar das Skript für den Film geschrieben hat, dann allerdings für die Produktion nicht mehr zur Verfügung stand, der sich um Das Imperium schlägt zurück kümmern musste. Er war letztendlich so enttäuscht von dem finalen Produkt, dass er verbot, es nach der einmaligen Ausstrahlung erneut zu zeigen oder auf DVD zu veröffentlichen. So existieren nur wenige Originalaufnahmen von 1978 im Internet. Kommen wir jetzt zu Weihnachten im Star Wars Universum. So kann man Weihnachten am ehesten mit dem Tag des Lebens aus dem eben schon beschriebenen Holiday Special, das zum Glück weder kanonisch noch Legends ist, vergleichen. Der Tag des Lebens ist ein Feiertag der Wookiees, bei dem alle Wookiee-Familien aus der Nachbarschaft zusammenkommen, um zu feiern. Der Tag des Lebens ist, wie wir aus dem wunderbaren Lied, welches von Prinzessin Leia gesungen wird, erfahren, ein Tag des Friedens, der einen ins Leben führt und ein Tag, den man feiern muss. Außerdem geht es darum, dass man bald in Frieden leben, wachsen, vertrauen und lieben kann. Und das war dann eigentlich auch schon alles, was wir in diesem Film zu diesem besonderen Tag erfahren. Und bevor wir zur Moderation kommen, hier noch einmal ein Überblick über den gesamten Lego Star Wars Adventskalender 2018. Ich fahre hier einmal mit der Kamera über alle Objekte rüber, damit ihr sie alle nochmal sehen könnt. Falls ihr was verpasst habt, das Video findet ihr dann bestimmt in der Playlist, die ich auch erstellt habe, zu diesem Projekt. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, aber mehr dazu sagen, tue ich dann gleich in der Abmoderation. We'll be right back.
Ja, und damit liegt der Star-Wenz-Kalender 2018 hinter uns. Ich vermute, dass das hier ein einmaliges Projekt von mir gewesen ist, denn nächstes Jahr kommt Episode 9 raus und da möchte ich natürlich wieder einen ganz normalen Star Wars Dezember wie die letzten beiden Jahre von mir auch machen. Und ja, dieses Projekt hier, wie fand ich es? Ich fand es, muss ich einmal sagen, anstrengender als gedacht, denn man hat ja quasi diesen Zwang, jeden Tag ein Video zu produzieren, weil ich kann ja zum Beispiel nicht vorproduzieren für dieses Projekt hier, weil das gehört sich einfach nicht an, wie einen Tag spät, früher das Türchen für einen Tag darauf zu öffnen. Deswegen quasi mussten die immer am selben Tag produziert werden, wo sie auch hochgeladen werden. Und das erzeugt so einen gewissen Druck. Und ja, hatte ich auch manchmal keine Zeit, das zu machen. Dann kamen halt mehrere zusammen, was halt das Ganze ein bisschen aufwendiger gemacht hat. Aber ja, es war insgesamt ein bisschen aufwendiger, als ich es mir eigentlich erdacht hatte. An manchen Tagen hätte ich auch vom Aufwand her ein normales Star Wars Video eigentlich raushauen können. Das heißt, so mega rentiert hat sich das dann auch nicht. Aber ganz ehrlich, da soll ich mal nicht so rumheulen, denn wenn ich so ein Projekt mal anfange, muss ich es auch durchziehen. Und ich muss auch sagen, es war sehr, sehr interessant. Denn da waren sehr viele Sachen bei, von denen man, oder ich zumindest, absolut gar nichts wusste. Und zu denen ich mich aber trotzdem mal gefragt hatte, was das für Dinger sind. Als Beispiel zum Beispiel jetzt eben die Dinger, auf die auf Tatooine bei den Feuchtfarmen rumstehen, die wir ja jetzt als Feuchtverdampfer kennen. So etwas hat mich schon immer interessiert, aber ich habe es nie irgendwie gegoogelt, aber jetzt weiß ich es halt einfach. Und ich hoffe, ihr hattet da auch einige Sachen, die ihr noch nicht wusstet, die ganz interessant waren. Und ihr könnt ja mal, wenn ihr Bock habt, die beste Tür in euren Augen in die Kommentare schreiben. Und generell mal eure Meinung zu diesem Projekt, denn insgesamt hat es mir Spaß gemacht und es war auf jeden Fall mal eine gelungene Abwechslung zum Star Wars Monat. Und ja, zum Rest des Jahres kann ich jetzt nicht sagen, ob ich da noch ein Video machen werde. Ich hatte ja am Anfang des Adventskalenders gesagt, dass ich jetzt noch normale Star Wars Videos raushauen würde. Allerdings muss ich mich jetzt auch endlich anderen Projekten, die halt, ich erwähne das so oft, ein großes Projekt, was im Hintergrund einfach ist, mich darum kümmern. Das ist Priorität Nummer 1 quasi für mich, für meine Projekte zu Hause, noch vor YouTube und anderen Sachen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich den Rest des Jahres relativ ruhig sein auf meinem Kanal. Und dann im neuen Jahr möchte ich endlich die Reviews, die noch anstehen, angehen. Das fängt an bei Jurassic World, das gefallene Königreich, geht dann über zu den verbleibenden Harry Potter-Filmen. Dann natürlich noch der Clone Wars Film und dann auch endlich mal den Rebels Reviews anzufangen. Eine Solo Star Wars Story Review mit Phil wird noch kommen. Also, es wird da im neuen Jahr auf jeden Fall ganz gut weitergehen, gerade weil wir auch erstmal keine Klausurphase haben. Und ja, Live-Reactions, falls hier Leute, die sich auch für Wrestling interessieren, zugucken, zu TLC kommen nicht. Dann einfach daran, dass es ungünstig war, weil wir auch noch Mathe-Klausur geschrieben haben und ich dafür lernen musste und dann die Ergebnisse kannte. Live-Reactions erst wieder zum Royal Rumble oder, wenn es zeitlich sehr gut hinhaut, zu den Raw und SmackDown-Ausgaben zuvor. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon mit meiner Moderation, die eher wie 3,5 Minuten jetzt lang ist. Aber ich wollte jetzt einfach mal diese paar Sachen loswerden. Also, Fazit zu diesem Projekt. Mir hat es gefallen, es war zwar aufwendiger als gedacht, aber insgesamt informativ und in meinen Augen recht cool. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und allerspätestens im neuen Jahr. Und wünsche euch natürlich an der Stelle auch mal hier frohe Weihnachten. Das sei ja auch mal gesagt. Wir haben ja heute den 24. Habe ich ganz vergessen. Und natürlich sollten wir uns vorher nicht noch einmal sehen. Auch einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Und mit diesen Worten war es das dann mit diesem Video. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.